und willkommen zu einem neuen Video am Sonntag. Heute ist wieder eine Blu-ray dran und es ist schon die dritte Blu-ray in Folge mit einer ab 18 Freigabe aus der Horror-Ecke. Letzte Woche hatten wir ja die Guardians so als kleine Auflockerung zwischendurch. Heute gibt es einen Film aus der, ich sage jetzt mal, Tanz der Teufel-Reihe. So hießen zumindest die ersten Teile in Deutschland. Im Original hießen sie schon immer Evil Dead. Und da gab es ja vor ein paar Jahren, 2013 oder 2014, gab es ja dann so eine Art Neuauflage mit dem Titel Evil Dead. Den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Den fand ich durchaus gut. Da war, im Prinzip war das so ein, die Handlung des ersten Originalfilms dann nochmal irgendwie ein bisschen neu aufgemotzt. Ordentlich blutig, aber gut. Und davon gibt es jetzt die Fortsetzung, Titel Evil Dead Rise. Also der böse Tod, der erhebt sich. Grob übersetzt. Der Film an sich hat, also diese Fortsetzung an sich, ist jetzt keine wirkliche Fortsetzung, weil rein handlungsmäßig hat das jetzt nichts mit dem ersten Film zu tun. Auch nicht mit den anderen Filmen. Ist so eigentlich für sich eine abgeschlossene Geschichte. Man hat aber halt die üblichen, die Grundidee des eigentlich aller Teile ist auch hier enthalten. Und es gibt auch, wenn man die anderen Filme kennt, wird man eine ganze Menge Anspielungen an diese anderen Teile sehen. Ich verrate jetzt nicht, was das für welche sind, aber es gibt einige in der Richtung. Die Handlung ganz grob. Der Film fängt an, so typisch Evil Dead mäßig, mit einer kleinen Hütte im Wald, an einem See. Sind zwei Frauen, ein Typ. Die Frau ist plötzlich besessen und fängt an, die anderen umzubringen. Titel, also Vorspann und dann Untertitel, einen Tag vorher. Dachte ich schon, muss das nun wirklich wieder sein? Erst was zeigen, dann wieder zurückspringen. Könnt ihr dann wirklich keine Filme mehr chronologisch erzählen? Dann kommt noch dazu, das, was man dann so die Haupthandlung jetzt quasi, die man so die nächsten anderthalb Stunden sieht, die hat irgendwie überhaupt nichts mit dem zu tun, was man am Anfang gesehen hat. Das kommt, ich verrate es einfach, so ganz am Ende schließt man da wieder so die Brücke zum Anfang. Aber bis dahin hat eigentlich das, was man in den ersten Minuten sieht, eigentlich mit dem Rest des Films erstmal gar nichts zu tun. Was dann die eigentliche Handlung ist, man geht weg von der Waldhütte. Und das Ganze spielt in einer Großstadt, in so einem, nicht Hochhaus, aber einem größeren Haus, so runtergekommen, also so ein Wohnhausblock oder so ähnlich, also mit vielen Wohnungen, aber ziemlich alt. Und da lebt Ellie mit, ich glaube Ellie heißt sie, mit ihren drei Kindern. Und ihre Schwester Beth ist gerade zu Besuch. Und ja, also man erfährt auch so ein bisschen was über diese Leute. Das gebe ich jetzt ja nicht unbedingt wieder. Jedenfalls, die zwei von den Kids, die sollen dann Pizza holen. Und plötzlich gibt es ein kleines Erdbeben. Und die zwei Kinder, ich glaube junge Mädchen sind es, also schon etwas älter. Und die sind gerade in der Tiefgarage und durch das Erdbeben hat sich so eine Bodenspalte geöffnet da und da hat so einen Raum freigegeben, so eine Art Gruft. Und da finden die so ein, das Buch, sage ich jetzt mal, und ein paar Schallplatten. Und der Junge, so ein Möchtegern-DJ, Der hört sich die Platten an, guckt sich das Buch auch an und also zu, nachher dann in der Wohnung wieder. Und auf den Schallplattenaufnahmen ist so eine Art Tagebuchaufzeichnung von so einem Priester, der sich mit diesem Buch beschäftigt hat. Das ist das Buch des Todes oder der Toten. Der liest daraus auf den Platten auch vor und dadurch wird dann das Böse wieder freigesetzt oder hervorgelockt und
plötzlich ist Mutti besessen und naja, den Rest kann man sich vielleicht denken, wie es dann weitergeht. Und so viel jetzt mal grob zur, wie sich das Ganze handlungsmäßig darstellt. So, und da weiß man, woran man ist. Das Ganze, dieser Wechsel von der Waldhütte in die Stadt, das hat jetzt gar nicht mal so große Auswirkungen, weil es doch nach wie vor auf engem Raum spielt. Also alles auf dieser einen Etage, da gibt es dann noch so ein paar Nachbarn. Man sollte vielleicht nicht hinterfragen, warum die da drüber und da drunter wohnen, von dem ganzen Terror nichts mitbekommen, aber egal. Jedenfalls, es wird gut gemeuchelt, gesplättert, sage ich jetzt mal. Und der Film ist richtig, richtig fies geworden. Das waren die anderen Teile auch schon zum Teil. Wobei die originalen Tanz der Teufel ja von Folge zu Folge irgendwie lustiger wurden. Also lustig ist hier eigentlich gar nicht. Hier geht es eigentlich wirklich knallhart zur Sache. Abgesehen davon, dass es wirklich teilweise richtig fiese Szenen gibt. Es gibt auch wieder ordentlich Blut zu sehen. Man spricht wohl von so knapp 6.000 Liter oder so, was die da beim Drehen an Kunstblut verballert haben. Naja gut, bei den Mengen, die man da so sieht, klingt das fast schon wenig. Jedenfalls wundert mich jetzt nicht mehr, warum man bei diversen Kinovorführungen von dem Film, was ich so gelesen habe, da gab es quasi als kleines Geschenk für die Kinobesucher Käsereiben. Jetzt weiß ich warum. Mit dem Ding kann man auch ordentlich Schaden anrichten. Scheint auch unheimlich weh zu tun. Also auf jeden Fall, das ist richtig gut gemacht, also richtig fies. Was mir auch gefallen hat, dass man nicht auch so auf diese typischen Horrorelemente setzt, wie diese Erschreckszenen, Jumpscares, gibt es hier eigentlich überhaupt nicht. Das Ganze, dieser ganze Horror, der kommt eigentlich eher, ich sage jetzt mal, richtig kreativ daher. Gerade so, was die Kameraarbeit angeht, da gibt man sich sehr viel Mühe, dass man ganz, ganz ausgefallene Winkel wählt oder dass man bestimmte Kamerafahrten macht, die allein dadurch schon Spannung erzeugen. Und es sieht halt alles auch unheimlich gut aus, auch wenn es recht dunkel ist und auf kleinstem Raum spielt. Aber wenn man bedenkt, dass der Film ein relativ bescheidenes Budget hat, ich weiß nicht, wie viele Millionen, 15, 16 Millionen oder so, gut, ist viel Geld, aber im heutigen Hollywood ist das die Gage für den Hauptdarsteller normalerweise. Was man da auf die Beine stellt oder vielmehr auf die Leinwand bringt, das ist nicht zu verachten. Das ist richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und was gibt's noch? Wie gesagt, Anspielungen auf die eigentliche Reihe gibt's auch massig. Auch diverse Werkzeuge werden wieder verwendet, die man aus anderen Tanz der Teufel bzw. Evil Dead Filmen kennt. Es gibt aber auch Anspielungen auf ganz andere Filme, die mit der Reihe nichts zu tun haben. Aber da verrate ich jetzt mal nicht, welches sind. Aber Filmkenner werden die durchaus sofort zuordnen können. Und sagen wir mal kurz was zu den Darstellern. Also namentlich kannte ich jetzt irgendwie gar keine davon. Aber ich muss sagen, die müssen da ganz schön herhalten. Also gerade was so die Mutter angeht da, die dann besessen ist. Also das, was die da spielen muss, das ist schon hart teilweise. Ich kann mir auch vorstellen, dass das recht anstrengend gewesen ist. Und machen die allesamt gut. Und da ist auch noch so ein kleines Mädchen dabei. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, dass die in so einem Film irgendwie mitspielt. Und die kriegt ja auch ein bisschen Blut ab. Also, was sie der erzählt haben, weil was sie da mitmacht, keine Ahnung, weil selber gucken darf sie das ja wohl noch nicht. Aber
kommt gut, passt alles gut zusammen und ja, also wie gesagt, darstellermäßig durchaus auf gehobenem Niveau und für einen Horrorfilm sehr gut auf jeden Fall. Ja, im Prinzip bin ich jetzt schon beim Ende, beim Ende von meiner kleinen Filmbesprechung hier. Der Film ist mit 96 Minuten, wenn ich mich recht erinnere, sogar der längste der ganzen Evil Dead Tanz der Teufel-Reihe. Aber im Gegensatz zu dem Allgemeinen, wir machen die Filme immer länger. Was Hollywood gerade so veranstaltet, ist das dann eine recht gemäßigte Filmlänge. Und irgendwann, im ganz alten Interview mit irgendeinem Horrorregisseur, ich glaube, es war sogar Wes Craven gewesen, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, der hatte irgendwie mal gesagt, ein Horrorfilm darf irgendwie nicht länger wie 90 Minuten sein oder so. Ja gut, mit Scream hat er es ja damals auch an die 2 Stunden geschafft. Aber der hat eine gute Länge, einen guten Rhythmus, gute Atmosphäre, auf jeden Fall. Also der Film ist rundum gelungen, muss ich sagen. Also Evil Dead Rise, habe ich vorhin Rises gesagt? Also Evil Dead Rise ist auf jeden Fall für mich einer der zumindest dieses Jahr besten Horrorfilme, die ich bis jetzt gesehen habe. Also da kommt eine Menge nicht ran. Hat mich auch ein bisschen überrascht, dass mir das so gut gefallen hat. Weil es ja auch eigentlich mehr so ein Franchise-Ding ist, aber durchaus Potenzial. Und wenn jemand mal Bock wieder auf so einen richtig fiesen Horrorfilm hat, mit guten Tötungsszenen, mit ordentlich Blut und Körperteilen, guter Kameraarbeit, fantastische Optik, Spannung. Na gut, also es gibt schon ein paar fiese Szenen, abgesehen von dem, wie das alles fies aussieht. Dem kann ich Evil Dead Rise durchaus empfehlen. Da kann man gern mal einen Blick riskieren. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Ich glaube, es ist lange her, dass ich einen Film hier so überschwänglich gelobt habe. Hätte ich ja auch nicht gedacht, dass es eigentlich in Anführungszeichen kleiner Horrorfilm ist, der da solche Begeisterungsstürme hervorruft. Aber es ist halt mal irgendwie, war es mal wieder Zeit dafür, obwohl ich zwei Horrorfilme in den letzten Wochen geguckt hatte mit Winnie the Pooh und Scream 6. Also da steht der deutlich drüber. Und ja, das wär's. Wie gesagt, das ist immer meine persönliche Meinung hier. Kann natürlich einer den Film total scheiße finden. Das ist jedem seine Sache. Aber mir hat auf jeden Fall gefallen. Und für heute soll es das auch wieder gewesen sein. Und ja, wir sehen uns irgendwann im nächsten Video wieder.